heutigen Zaubertrick suche ich mir mal, beziehungsweise habe ich mir einfach mal die beiden schwarzen Asse rausgesucht. Jetzt möchte ich bitte einmal, dass du dich auch noch für irgendeine Karte entscheidest. Mir völlig egal welche. Okay. Und dann kann sie einfach mal hier wieder irgendwo ins Spiel hineinkommen. So. Dann kann ich das Ganze so noch einmal abheben. So. Und auch nochmal so. Dass deine Karte jetzt möglichst noch tiefer ins Spiel gemischt ist. Dann nehme ich mir jetzt einmal die beiden schwarzen Asse. Und jetzt achtet mal genau auf das Pik Ass. Denn wenn ich das hier jetzt einmal nehme und die Karten einmal schüttel, dann kann es plötzlich komplett verschwinden. Doch das Ganze ist nur eine Illusion. Also wahrscheinlich eine Halluzination. Denn wenn ich einmal mit meiner Hand über das Kreuz so rübergehe, dann kann auch plötzlich dieses, wie von Geisterhand, verschwinden. So, ich kann das Spiel noch ein paar Mal abheben. Und wenn ich jetzt einmal in meinen Finger schnips, ich drehe mal das Spiel um, dann ist die Enthüllung, finde ich, besser. Und das Ganze jetzt einmal auf Fächer, also aufs Board, dann seht ihr, haben wir hier eine Karte, und zwar die Karo 2, ich hoffe mal, das ist eure Karte, zwischen zwei anderen Karten, und diese zwei anderen Karten sind die beiden schwarzen Asse, wo deine Karte, die Karo 2, dazwischen liegt. Und das war dann der Kartentrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen, dann würde ich mal sagen, bis morgen, euer Magic Eric.